Start recording. Hi, Elden Ring geht weiter. Letztes Mal habe ich... ich habe seinen Namen vergessen. Hier, den Schlangen, brennenden Schlangentypen. Mesmer, den Mesmer besiegt. Und wir sehen kein Game. Einen Moment. Jetzt. So, also genau, Mesmer besiegt. Wir stehen hier, glaube ich, in seiner Bude. Der gute Kumpel hat da oben geschlafen, glaube ich. Kann man da hochgucken? Nee, ne? Hallo? Liegt da noch jemand? Die Frau von Mesmer vielleicht? Nee. Das Gelbe ist Erdung. Die Kabel sind schuld. Nicht des Verkäufers schuld. Ah, okay. Ja, viel Erfolg, Rom. Sir Rom, beim Reparieren der Gitarre. Gut. Also, ich hab da ja schon so eine Vermutung. Ja, diese guten Dinger zeigen mir ja auch schon, ich soll hier hin. Gehen wir mal mit seiner Asche zu diesem Ort reisen? Ja. Gehen wir mal mit seinem... Nee, was hat er mir? Ein Streichholz hat er mir, glaube ich, gegeben. Oder ein Feuerzeug oder sowas. Und jetzt kann ich Bäume anzünden. Klar, mit der Keule. Beste Waffe. Und die schleppe ich schon ewig mit mir rum. Siegelbaum untersuchen. Den Siegelbaum verbrennen. Ja klar, endlich habe ich Streichhölzer. Was heißt endlich? Ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, dass ich überhaupt Streichhölzer brauche. Ich wusste nicht, warum ich den Mesmer killen soll. Der wollte halt die Streichhölzer nicht rausrücken. Jetzt habe ich sie. Ich habe so eine dumpfe Vermutung. Ich will ja zu Mikela, um mit dem zu reden. Um mal Hallo zu sagen und zu schauen, wie es so läuft, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe die Story nicht mehr so 100% im Kopf. Ich glaube, der Mikela war eigentlich ein ganz cooler, ein chilliger. Und die wollen alle verhindern, dass ich zu Mikela komme. Und ich habe die Vermutung, dass da oben der Endboss wartet. Oh, das sieht ja geil aus. Ein bisschen wie... Ah, komm, sag schon. Ihr wisst, was ich meine. Dark Souls 1. Die Stadt. Lordaeron? Nein. Heißt die... Nee, Lordaeron war, glaube ich, World of Warcraft. Scheiße. Lothric. Heißt die Stadt Lothric? Nein. Die Stadt heißt doch nicht so. Und direkt geportet? Okay, let's go. Lothric war Dark Souls 3. Ja, das kann sein. Stimmt. Ich darf mich nicht porten. Okay. Arnor Londo, genau. Erik, hi, grüß dich. Danke für den Hinweis. Arnor Londo. So sieht das hier ein bisschen aus, finde ich. Mega cool. Oh, ich bin gespannt, ey. Ich habe schon voll Bock jetzt. Okay. Ey, meine Zweifel. Ich hatte heute ein bisschen Zweifel. Ob ich bereit bin, auf Elden Ring zu zocken. Und diese Zweifel sind davongeblasen worden. Von dieser Offenbarung, dass ich nach Arnor Londo darf.
Nur hoffentlich ohne die Bogenschützenritter. Lass mal gucken, sind da irgendwo welche? Da sind bestimmt welche. 100 Pro, du kannst mir nicht erzählen, dass From Software... Ach guck, da kommt schon der erste Bogenschützenritter. Ah ja, der hat keinen Bogen. Ey. Wow. Ah, ja. Okay. Ich war minimal unvorbereitet. Vielleicht doch noch nicht bereit für Elden Ring. Leute, wisst ihr was? Es ist Zeit. Es ist Zeit. Oh, ich weiß nicht mehr, welche Waffe ich einhändig... Welche Einhandwaffe ich nochmal hatte, die gut war. Die Leute sagen immer, das ist irgendwie Schmutz, aber das ist kein Schmutz, die Waffe. Die Waffe ist kein Schmutz. Na, Moment. Moment, Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Ey, es ist 3 Monate her, dass ich einhändig gespielt habe in dem Spiel. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin gerade hart am Struggeln, welches Einhandschwert ich nochmal im DLC mir ausgeguckt hatte. Deswegen versuchen wir es einfach mit dem Standardschwert. Ja, Sir Rom, ich hab's bemerkt. Sein Start. Oh, Loot. So, komm her, du. So, hier ist... Ah, so weit kannst du nicht. Probieren wir nochmal. Ah, zu... Malenia aus Versehen ohne Waffe. Das ist mies. Göttlicher Vogelhelm. Ah, der gibt mir Stärke und Geschick. Ach, scheiß drauf. Alles unnütz. Ich hab meinen Buckler. Wieder mit den... Leute, dieses Schild und dieses Schwert, ne? Das ist die Startwaffe. Das sind ist meine Startausrüstung. Man sollte meinen, dass man irgendwann mal was Besseres findet. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwas Besseres dabei, aber ihr habt gesehen, ob das es funktioniert. Es funktioniert einfach hervorragend. Warum ist hier nochmal eine Gnade direkt um die Ecke? Vom ersten Gegner. Ah, das kann sein. Ja. Dass ich die vom ersten Gegner sogar gekriegt habe, das Schwert. Auf jeden Fall ganz am Anfang. So. Jetzt ist so ein bisschen die Frage eigentlich. Hätte ich mir gerne dieses Gebiet zumindest aufgedeckt hiermit. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier hinkomme. Und dann haben wir noch den Drachenhügel. Gehe ich es einfach erstmal durchspielen? Gehe ich es einfach erstmal durchspielen und dann schauen wir uns den Rest an und was da noch so für Bosse sind? Oder gehe ich vorher erkunden? Hallo? Ja, nach unten will ich eigentlich nicht. Moment. Das ist der Eingang. Hier war ich schon. Ja, okay. Alles klar.
Ja, ich werde auf jeden Fall fragen, wo ich sonst noch hin kann. Sepp, auf hundertprozentig. So wie im Hauptspiel natürlich auch. Du bist Team vorher erkunden. Okay. Für dich selber oder jetzt hier in meinem Playthrough? Bei dir und bei mir, okay. Läuft. Was ist Ace denn für ein fettes Vieh? Oh, ich habe das Gefühl, ich werde hier eine Keule brauchen. Oh, ich habe hier ein bisschen Frame Drops. Ganz kleines bisschen. Ist zu bunt. Alles zu bunt. Oh! Ich habe in den Chat geschaut. Ups. Geht mal aus dem Weg. Was ist das? Geisterasche. Das war doch das Zeug, das ich verkaufen kann, ne? Weil man das nicht braucht. Oh! Ich hab dich doch vorhin da sitzen sehen. Ich hab dich vorhin da sitzen sehen und noch gedacht, ah ja, den kill ich dann. Sau dumm. Einfach da reingelaufen in den. Ich laufe hier immer noch mit der Startwaffe rum. Oder ja, mit der Waffe vom ersten Gegner. Ich denke. Warum leuchtet's da? Ah ne, da rieselt Sand runter. Okay, verstehe. Geisterpferd upgraden. Ich sag ja, braucht kein Mensch. Also doch, manche brauchen's. Ja, Entschuldigung. Manche wollen's und manche brauchen's. Nicht alle, die es wollen, brauchen es auch. Oh, 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 das macht ja richtig Schaden. Aua. Also warte mal. Erstmal ihr beiden. Au, au, au. Okay, das ist wild hier. Das ist wild hier. Wo ist der Dicke? Da. So, jetzt zu dir, oder wie? Warte mal. Das ist mir hier zu eng gegen so einen Dicken. Ich brauche den Geist bei drei Bossen. Einer war Malenia, zwei hast du noch nicht getroffen. Ja, ich habe gesagt, ich probiere es komplett ohne. Bisher habe ich alles ohne geschafft. Oder? Ja, doch. Ich habe, glaube ich, die Glocke nicht mal. Ich habe am Anfang Yassi. Nein, wie heißt sie? Ja, doch, irgendwie Jasmin oder so. Die gute Kräuterhexe. Weggeschickt. Da haben auch alle. Wie kannst du nur? Was hast du getan? Oh! Großer Aufschrei. Rani, genau, nicht Yassi. Rani heißt sie.
Hey, was hast du für mich? Spira. Oh, okay. Ich weiß, was das ist. Dieses Zeug, das sie manchmal gegen mich casten. Weil du sonst nichts geschissen bekommst. Ja, wie gesagt, ey! Sowas mag ich nicht. Okay, ich brauche, egal ob ich sie einhändig oder zweihändig habe, die Waffe brauche ich vier Schläge für die Kleinen. Macht also nicht so viel aus. Ja, manche brauchen's, wollen's. Ich war ja irgendwie, keine Ahnung, ich wollte irgendwie auch in Dark Souls 1 nie diese Kumpels benutzen. Hat sich dann irgendwie so durchgezogen durch alle Spiele. Und deswegen hier auch nicht. Ein Runenbogen, das ist nett. So. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel erforschen hier. Faith mit Lightning wundern. Ah, nee, von da bin ich doch gekommen. Bin ich ja vorhin runtergefallen. Ja, bei mir hat sich das irgendwie von Anfang an auch so ergeben, dass ich absolut Stärke spiele. Oh Gott. Oh nee. Zu früh. Oh, aua. Zu früh gedrückt. Ja, du bist ein One- oder Two-Shot, ja. Hast du Loot für mich? Nö. Ach, ich liebe es. Ich liebe das Parieren in... Ey! Ey! Ach so, der zaubert hier. Hör jetzt auf! Ich dachte immer, unter ihm ist so ein Ding, deswegen habe ich ihn nicht gehauen. Ich dachte, da kriege ich gleich Schaden. Aua, aua, aua. Hier läuft irgendwas nicht ganz richtig. Aua, aua, aua. Ey, what the fuck? Wieso kann der das? Mach auf, mach auf. Ja, 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 ja. Danke. Huch. Gerade noch so überlebt, ey. Segen des Schattenreichs? Ach so. Ach, ja, egal. Skadubaum. Aber ich glaube, ich habe nicht genug. Nee. Was ist das hier? Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich alle meine Ängste zurück. Alright. Von mir aus.
Ich habe ja, gehört, dass in diesen 3 Monaten, in denen ich nicht spielen und streamen und aufnehmen konnte, in dieser Zeit wurden leider... wurde Elden Ring, das DLC, gepatcht. Und zwar nicht wenig. Mehrmals leichter gemacht. Es wurde mehrmals leichter gemacht, leider. Ich hätte auch gerne die Ursprungsversion versucht. Ich bin mir nicht sicher. Oh, okay. Oh, ich hasse Vögel. Blöde Vögel. Alles, was fliegt, ist in den From-Software-Spielen voll mies. Oh, da sind 2. Oh, da sind 2. Das Scaling von den... Viele der Patches waren aber auch gegen die PvPler. Ah. Einmal wurde das Scaling von den Skadu-Fragmenten geändert, dass die frühen Level mehr und die späteren Level weniger bringen. Ah, okay, dann geht's. Und dann der Nerf für den Endboss. Ah, ja. Okay. Also gut, das Scaling, das finde ich jetzt... finde ich jetzt weniger schlimm. Hat mich, glaube ich, auch gar nicht betroffen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt, wo du es sagst, Sepp, hatten wir es, glaube ich, auf Discord besprochen, dass ich ja schon weiter war, als das Scaling mich betroffen hat. Also es ging um irgendwie 0,1 oder so in meinem Bereich. Das hat dann schon nicht mehr viel ausgemacht. Waren nur wenige Punkte an Damage, die ich dann mehr oder weniger gemacht hätte. Ja, und jetzt halt der Endboss-Nerf. Das ist ein bisschen... Warum greifst du mich nicht an? Eventuell der härteste From-Software-Boss. Okay. Habe ich auch über andere Bosse schon gehört. Die dann gar nicht mal so krass waren. Da unten liegt Loot. Komme ich nicht hin. Oh. Also die Bosse, die als die schwersten Bosse irgendwie bezeichnet wurden, die waren natürlich schon schwer. Gar keine Frage. Ich habe dann teilweise ewig gebraucht. Aber am Ende, wenn man sie einmal gelernt hatte, war es okay. Ein bisschen die Partikel aufgeräumt und sie haben ein paar Bullshit-Hitboxes entfernt. Ja gut, das ist aber... Da bin ich dafür. Ach, guck mal. So einer wieder. An der Treppe komme ich hin. Ah, verstehe. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kumpel. Oh, der hat Eis. Oh, okay, ich war verwirrt. Ich dachte, hier kommt jetzt auch ein... Ich dachte, hier kommt auch ein... Blitzboy. Ah, guck mal, das sind die Löwenjungs. Der Avatar, der erste Endgegner, den ich gekillt habe. Oder halt der erste Boss, den ich nicht entgegne. Aber der erste Boss, den ich gekillt habe, das war doch hier der Avatar-Löwe.
Manchmal war die Attacke größer, als sie aussah. Okay, ja, dann bin ich aber voll einverstanden mit so einem Nerf, um ganz ehrlich zu sein. Sprang er dir ins Gesicht, als man noch halb im Nebel war. Ja, das klingt jetzt aber alles nach... Patchen und Upgrades, die irgendwie in Ordnung sind, um ehrlich zu sein. So, gucken wir uns das mal an. Silbernes Horn, was auch immer das ist. Perinerfs, ja, okay, absolut. Klingt alles tatsächlich so, ja. Asche des Hornkriegers. Neutralisierende Bolis, blutstillende Bolis. Welche Seite ist die richtige? Die. What the fuck? Leute. Eine Attacke verlangsamt. Na, okay, ja, das jetzt so langsam wird, klingt aber doch nach viel, was sie gemacht haben, ne? Goldenes Horn. Ja, Sir Rom, tatsächlich solche Tipps wie mit der Treppe so ein bisschen zurückhalten, das war jetzt nicht so schlimm, aber wenn sowas halt öfter vorkommt oder so, ich möchte es schon alleine schaffen. Und wenn ich den Weg nicht finde zu irgendeiner Sache, dann habe ich halt Pech gehabt. Das gehört hier irgendwie zum Erlebnis dazu. Ah, PCs und Konsolen in die Knie zwang. Das ist natürlich nicht geil. Ah, das ist der Kumpel. Okay, verstehe. Das ist hier der Kumpel. Der Tipp war von... Oh, Entschuldigung, Sir Rom. Kalona. Ja, ich habe im Chat ist der Name ist sehr gleich lang bei mir wie von Sir Rom. Und auch eine Zahl hinten dran. Entschuldigung. Sorry, Leute. Passiert. Dann, wenn ich mich beschwere, sage ich in Zukunft nur noch Chat. Alter, er macht durchgehend Schaden. Ah nee, ich wurde eingefroren, ne? Ah, kacke. Exakt gleich lang, okay. Ja, bei dir ist bei mir noch so ein Zeichen davor, vielleicht wegen First-Time-Chatter oder sowas. Und dann eine vierstellige Zahl dahinter, das hat mich gerade im Lesefluss verwirrt. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich wollte niemanden hier falsch verdächtigen. Ich bin doch so ein Depp. Aua! Okay. Kann ich eigentlich fast neu starten, wa? Nee, machen wir nicht. 89 Jahre. Ja. Ah, ja. Aua, aua, aua. Hören Sie bitte auf. Luftbändiger Vögel. Ah. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Passt. ...1889 geboren. Kalona muss ganz schön weise sein. Der Boss hat es sogar geschafft, Pre-Nerf meine PS5 zum Absturz zu bringen. Okay, das ist krass. Anschleichen kann ich mich ja auch nicht, aber der hat eigentlich so einen Laufweg. Ach, fuck.
Boah, der ist... Also der Frostboy, der ist heftig. Ich glaube, ich gehe... Auf den gehe ich lieber mit der Keule los. Auf den gehe ich mit der Keule. Das macht... Das, ich finde das gerade wahnsinnig schwer, ihn zu parieren. Weil er einen sehr großen AOE-Schaden macht. Den schnappen wir uns mit der Keule. Ach, ich glaube hier jedes Mal dran vorbei, ne? Ah, das war zu früh. Hier geht es ja noch eine Ebene höher. Hier. Naja, müsste reichen. Vom Timing her. Wo ist er? Ah, Mist. Bast. Göttlicher Bestienhelm. Einmal die richtige Waffe genommen und schon ist er weg. Stein der Sonnenwärme. Ja, alles krieg. Und ich habe keine Ahnung, für was ich es verwende. Das ist aber auch... Irgendwer schießt schon wieder Dinge in meine Richtung. Ah, guck mal. Das ist aber auch in Elden Ring und auch in Dark Souls war dieser ganze Loot, den ich ständig irgendwo bekomme. Der hat mich teilweise so verwirrt und ich habe nichts davon benutzt. Aber gut. Ah! So, hier lang oder nach oben mit dem Aufzug? Die Fahrstuhlkette, ja. Ah. Ha. Eigentlich würde ich ganz gerne erst zum Aufzug gucken. Aber ich vermute... Vom... Oh, ein Windiger. Ein Windiger. Oh, ja, ja. Uff. Aua. Aua. Cool. Ganz schön geiler Move, mein Kumpel. Der war geil. Der hat coole Sachen gemacht, aber den kann ich parieren besser als den eisigen. Dies muss einfach entfernt werden.
Fahrstühle an Ketten. Wer hat denn sowas erfunden? Oder Stahlseilen. Nein, jetzt bin ich wieder hier unten. War da oben nicht? Ah, ich hätte doch erst mit dem Fahrstuhl fahren sollen. Vielleicht wäre da ein Ding gewesen. Thorsten. Thorsten! Wie deine Mama dich früher gerufen hat. Bestimmt so in der Richtung. Und hi, hallo, grüß dich Thorsten, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute, freut mich. Hat er schon wieder ausgemacht, beleidigt abgezogen. Nein. Ah. Jupp. Ah, ich vergesse auch immer diesen goldenen Schwur, ne? Oh. Oh. Jetzt gucken wir mal kurz hoch den Fahrstuhl. Hoch. Ich bin so ein Depp. Ah. 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 Ja, genau. Au, 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 au! Ja, Sepp, das wäre dein Moment gewesen für den Einspieler, ne? Den gibt's aktuell noch nicht. Der kommt aber wieder, ich verspreche's. Ich werde mich hinsetzen. Zeitnah. Ich habe heute wieder gedacht, oh, Chatbot. Ich hätte gerne wieder einen Chatbot. Heute habe ich es mir gedacht und dann war es aber zu kurz, zu knapp vorm Stream. Hä, bin ich jetzt wegen irgendeinem komischen Loot-Ding da runtergelaufen, das mir am Ende sowieso nichts bringt, weil ich vergesse es zu benutzen? Anscheinend. Wo ist hier jetzt... Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Wait. Was? Da unten ist der erste. Der erste Sprung. Ich dachte, der Aufzug fährt mich jetzt runter zur Gnade, um ehrlich zu sein. Dass ich dann bei der Gnade hier eine Abkürzung habe. Okay, das muss ich mir angucken, wenn ich bei der Gnade spawn. Wie das dann aussieht. Hm, okay. Ah ja, genau. Einmal hier bitte tauschen.
Zup. Ich könnte hier auch mal ein paar Sachen wegstecken, ne? Ja. Oh. Heiland, zack. Jetzt. Alter. Ja, so einfach, wie ich es mir erhofft habe, war es dann am Ende doch nicht. Andere Idee. Für jeden ein anderes Mittelchen. So, da oben hier über mir ist der Aufzug. Kann ich hier nicht irgendwie schneller hinkommen? Ich verstehe es. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe hier eine Abkürzung freigeschaltet, aber nee. Anscheinend nicht. Aua. 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 Hierdurch vielleicht? Nee, auch nicht. Bin verwirrt. Habe ich hier was übersehen? Abkürzungsmäßig. Nee, auch nicht. Was war das? Warum schneit's hier jetzt? Kannst du bitte umdrehen? Der ist immer noch hinter mir, ne? Oha! Jetzt dreht er um. Muss ich den echt bekämpfen? Hey, da muss es doch jetzt eine Abkürzung geben, dass ich den nicht jedes Mal bekämpfen muss. Bin ich doof? Was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich. Der Aufzug ist direkt hier. Ach, come on! Versucht mir das Spiel was zu sagen. Geh nicht wieder nach oben. Renne nicht wieder hinein. Hier irgendwo? Nee, auch nicht.
Hier irgendwas? Nö. Da war auch nichts. War hier irgendwas? Nee. Gucke ich mich hier nochmal um. Aber hier war doch auch nichts. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Was habe ich denn da unten überhaupt bekommen? Irgend so ein... Keine Ahnung. Irgendwas Dämliches, was kein Mensch braucht. Soll ich mal kurz gucken? Das wird mir ja jetzt angezeigt. Hier, was ist das? Um Verbündete in der Nähe zu heilen. Bestienhelm. Das. Oh, und lauter anderes Zeug. Was ist das? Zur Herstellung von Objekten. Zur Herstellung von Objekten. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Ah ja, das war die Nummer. Oh, da kriege ich ja nochmal einen Haufen Seelen. Stimmt. Und hier auch. Hammer, Helm. Nachricht vom Kreuz, Landsmann des Ordens. Von Trockenblatt Dane. Hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Michaelas Spur folgen. Wir haben den Siegelbaum direkt vorausgefunden. Aber wenn wir ihn verbrennen wollen, brauchen wir den richtigen Zunder. Mesmos Zunder. Habe ich auch gemerkt. Talisman. Ja, alles irgendwie. Raunes, herstellbares Objekt. Verbraucht FP, um einen Feuergeist zu entfesseln, der über den Boden springt und das Terrain. Ach so. Das Ding, was sich da, was die anderen benutzt hatten. Was ist das? Mesmos Glut. 21? Material zur Herstellung von Objekten. Ach so, das, ja. Da seht ihr mal, da sind überall noch Ausrufezeichen dran. Das habe ich mir alles noch nicht angeguckt. Heiligschadenresistenz. Ah. Geh weiter bis zur nächsten Gnade. Ja. Ey. Rich Glamour. Glamour? Hi, grüß dich. Ja, 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 okay, okay, ich mache ja schon weiter. Euch wird langweilig. Ich habe verstanden. Ich weiß ja nicht mal, wo die nächste Gnade ist. Das ist ja mein Problem. Aber ich werde rausfinden. Nix spoilern. Bitte. Bitte, bitte nix spoilern. Stimmt, das muss ich ja jetzt wieder ab und zu mal dazu sagen wahrscheinlich. Ein paar neue Leute am Start. Hey Joker, grüß dich. Hey, jetzt ist hier auch auf YouTube langsam ein bisschen was los. Das ist ja cool. Stark, schön, dass ihr da seid. Alle miteinander. Egal, wo ihr herkommt und wo ihr seid. Oh oh. Ey, wie kann der mir solche Schwierigkeiten bereiten, der Kumpel? Ich hasse den Sturmkerl. Ich lerne es gerade, ihn zu hassen. Enir Ilim. Ich bin einfach an dem vorbei. Ich würde dir empfehlen, erstmal vorbeizugehen. Okay. Ah, ich glaube, da ist so eine gewisse Einheit. Ich fand den auch ätzend. Okay.
Es scheint hier eine gewisse Einheit zu herrschen im Chat. Aua, unnötig. Lieber unehrenhaft vorbeilaufen, als ehrenhaft sterben. Nee, nee. Eigentlich ist er ja... Eigentlich hat er ein gutes Schwert-Pattern zum Parieren. Und seine Sturmattacke ist jetzt auch nicht so krass. Also eigentlich sollte es drin sein, den jetzt zu besiegen hier. Ich will eigentlich nicht aufgeben, Leute. Ich probiere das nochmal. Na, zu früh. Shit. Ah, fuck. Boah. Nein. Bingo, grüß dich. Oh, oh nein. Ah, der ist komisch. Der ist sau komisch. Ich glaube, ich renne doch vorbei. Nein, ich will nicht vorbeilaufen. Ich hau ihn jetzt mit der Keule. Bisschen anderes Timing als die anderen, das könnte sein, ja. Ah, dann muss ich... Ja, okay, ich verstehe. Dann muss ich nicht jedes Mal hierher rennen. Die Gnade ist gleich bei ihm ums Eck, so wie es aussieht. Aua, das war schmerzhaft. Ihr seid alle sehr schmerzhaft. Dann stehe ich halt hinter ihm. Ballerkeule. Einfach nur aus Frust. Versage ich an diesen Löwenjungs. Ich dachte, jetzt aus Frust hau ich seinen Kumpel. Nix da. Der Kumpel verhaut mich. Aus Frost wird Frust. Ja. Ja. Oh, ja, okay. No, 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 nicht so viel Schaden, bitte. Die machen viel zu viel Damage, diese Vögelchen. Aua!
Ach, scheiße. Aua. Oh. Das war eng. Das war super eng. Oh, ich stand dann gestern, standen wir ja dann auch noch, keine Ahnung, eine Stunde in der Kälte draußen rum oder fast anderthalb Stunden. Jetzt ist mein Hals wieder schlechter geworden. War fast gesund. Kann ich mich eigentlich vor dem... vor diesem Ding hier hinter verstecken? Nein, natürlich nicht. Hi. Aua, 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 aua. Bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, es reicht zum Saufen. Keine Lust mehr, gegen ihn zu sterben. Ah, gut. Oh. Ja, er schlägt, glaube ich, beim zweiten Schlag ein bisschen anders zu. Wow. Nee. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ganz easy. Ja, ich habe die Gnade nicht mal gebraucht. Aber so random hier in diese. Oh. Oh Mann. GG, dankeschön für diesen Kackgegner, der da irgendwo mit im Nirgendwo steht. Krummes Großschwert. Weiß ich nicht. Das könnte witzig sein zum Kämpfen, aber weiß ich nicht. Ich hab eine große Keule. Entschuldigung. What? Ich soll König werden? Ich will doch gar nicht König sein. Warum? Ich wurde hierher gelockt, um Leuten zu helfen. Es hieß, ey, ich soll einfach ein paar Leuten helfen. Was ist das hier? Wer bist du? Irgend so ein Dolchkumpel. Und du? Nadelritterin Leder mit Verbündeten herausfordern. Nadelritterin Leder? Ich will hier überhaupt niemanden herausfordern. Wir gehen aber weiter. Abgrundwald, nee. Nee, da war ich noch nicht. Da gehen wir aber noch hin. Ich werde jetzt nicht... Ich guck mir das mal hier an. Geh da zuerst hin, bevor du weitermachst. Nee. Rich Glamour. Das ist hier... Ich bin jetzt hier gelandet.
Und so läuft mein Playthrough. Und der läuft halt so, wie er läuft. Und wenn das jetzt hier mein Ziel ist, dann ist das mein Ziel. Ich bin mir nur nicht sicher, was ich hier jetzt... Nur das Rohr... Okay, da wollte ich jetzt fragen. Das hier ist ein Kumpel, der mir dann hilft, wahrscheinlich. Sepp, alles klar. Es geht darum, sie gewährt mir Einlass, wenn ich mächtig genug bin. So verstehe ich das Ganze jetzt. Und ich möchte ja schon mal Mikkela Hallo sagen. Wenn ich schon mal da bin, dann sage ich ihm jetzt Hallo. Hä, du hast doch gerade gesagt, du lässt mich rein. Warum nicht? Horn, Herold. Du hast doch gerade eben, hast du doch gesagt, ich lass dich rein. Schnauze! Es wird eng, es wird eng. Leute, dass ich hier schon wieder gegen mehrere kämpfen muss. Ich will... Also mal ganz ehrlich. Als ich da reingelaufen bin, hat sie doch gesagt, gut, wenn der Erdenbaum euch hierher geführt hat, dann seid ihr wohl derjenige, der jetzt hier rein soll und dann lasse ich euch auch durch. Dann geht man da hin. Nee, ich lasse dich doch nicht durch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Oder habe ich was falsch verstanden mal wieder? Bin ich vielleicht ein bisschen dumm? Don't you dare approach Mikkela the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Hä? Spawnt er woanders? It's just as the woman said it would be. Lord of the Earth Tree. Lord of Marika. You two deserve to face the reckoning. Oh, gleichzeitig gestorben. Lasst mich kurz überlegen, ob irgendwas waffentechnisch besser oder sinnvoller ist. Aber ich denke... Lol. Ich verstehe jetzt gerade nicht ganz. Don't you dare approach Mikkela the Kind. Ja, ist ja gut. Muss ich mir das jedes Mal anhören? Dryleaf Dane and our ally will never allow this. Ah, er spawnt nicht immer gleich. Okay. Oh, jetzt anders. Lord of America. Ups. Gut, wenn diese Dinge einen alle treffen, dann adieu. Ist gerade eben auch schon so, dass ich hier gespawnt bin? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich habe sowieso beim ersten Mal vergessen, die Runen wieder mitzunehmen. Naja, was soll's. Hat sie irgendwas davon gesagt, dass ich mich erst noch beweisen muss oder so? Nee. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our ally will never allow this. It's just as the woman said it would be. Lord of the Earth Tree.
Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Ey, nicht heilen. Shit. Nee, 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 nee. Tu irgendwas anderes, aber hör auf, mir hinterher zu laufen jetzt. Ich hasse das, wenn man gegen mehrere gleichzeitig kämpfen muss. Das finde ich so dumm. Geben dir einen Verbündeten. Ja, also theoretisch sollte man es eigentlich fast einfach benutzen, weil ansonsten ist es halt einfach dumm. Aber, ja. Kommt, Leute, nee. Das wird ja nicht der Endboss sein, oder? Das ist einfach irgendeine random Scheiße, damit man es ein bisschen schwieriger hat. Das sehe ich nicht ein, ey. Das finde ich einfach nur verschissen dumm. Komm. Moore, wer ist Moore? Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane and our ally will never allow this. Welcher ist Moore? Grünen Rüstung. Oh, wieso ist der tot? Ich weiß gar nicht, wieso der tot ist. Lord of the Earth-Tree. Lord of Marika. You too deserve to face the rest. Affe. Your lord is slain. And you are next, Marika. Der begeht Suizid. Bedient. Was? Don't you dare approach Mikula the Kind. Also ich weiß gar nicht. Boah. Dryleaf Dane and our ally will never. Ich weiß nicht, warum der Suizid begeht oder was da nochmal los war. Lord of the Earth-Tree. Lord of Marika. You too deserve to face the reckoning. Ah, wenn man ihm nicht hilft oder falsche Gesprächsoptionen wählt. Oh.
Alter, mir wurde nie gesagt, dass ich da irgendwem helfen muss. Und wenn ich irgendwem helfe, dann erscheint hier ein Gegner mehr. Das ist auch, also, naja, gut. Keine Ahnung. Ist egal. Dieses ganze Storyzeug in Elden Ring und From Software war ja schon eh immer so ein bisschen wirr. Needle Nightletter, Dryleaf Dane and our ally will never allow this. It is just as the woman said it would be. Lord of the Earthrealm, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Ja, aber wenn ich doch irgendeiner Person helfe, warum sollte die mich dann angreifen? Außerdem hat die Lady mir doch beim Reinlaufen gesagt, okay, du bist doch derjenige, der zum Mikela will, oder? Dann geh halt voraus, ich lass dich durch, aber jetzt lässt sie mich nicht durch, oder was? Ich versteh's halt einfach nicht. Ich bin sehr schwer am Überlegen, ob ich irgendwas hab. Ich könnte es mal hier mit der Combo versuchen und mich noch ein bisschen schwerer machen, weil momentan bin ich ja auf der mittleren Last. Schlag, Schnitt, Stich, magisch. Feuer habe ich jetzt noch keinen gesehen. Wait. Nee, das ist doch jetzt Quatsch hier. Das will ich doch nicht so rum. Das ist doch Blödsinn. Hier soll bitte das hin und hier oben das und das weg. So. Oh, der eine macht aber Heiligschaden, ne? Das lohnt sich gar nicht. Habe ich schon die Rüstung mit der höchsten Heiligarmor an? Ja, tatsächlich. Hier geht noch ein bisschen mehr. Schnitt. Aber der macht Schnitt, der erste. Also macht das auch keinen Sinn. Und die letzte macht Stich und Schlag. Nee, Stich und körperlich. Also macht das auch keinen Sinn. Reicht dann mein... Kann ich noch die zusätzlich nehmen? Oh, guck mal an. Oh, okay. Ich bin immer noch auf der mittleren Last. Schauen wir mal. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. It is just as the woman said it would be. Ah, den muss ich schneller drücken. Den muss ich schneller drücken. Kommt gleich. Kommt gleich, Leute. Kommt gleich. Wobei es mit der Keule eigentlich ganz gut ging, aber trotzdem will ich mal kurz ein bisschen rumprobieren. Lol. Was? Hallo? Nein! Was machst du denn? Warum? Hä? Bin ich jetzt dumm?
Warum kann ich... Ah, jetzt, okay. Lord of America, you too deserve to face the reckoning. Boah, nicht... Ich durfte nicht mehr ausweichen, ich war im Stunlock. Hab ausweichen gehämmert und wurde aber von beiden mit Schaden festgehalten. Leider, leider. Aber das geht. Also das... Die Schwertangriffsattacke ist gut gegen den ersten. Die macht ihm richtig viel Schaden. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane and our ally will never allow this. Just as the woman said it would be. Lord of the Earth Tree. Lord of Marika. You too deserve to face the reckoning. Ein Ausdauermanagement gerade. Also, mein Schwert der Getreuen ist super gegen den Ersten. Wirklich super gegen den Ersten. Der ist da, glaube ich, sehr schnell mit tot. Dann muss ich schnell auf die Keule wechseln, glaube ich. Hallo, warum darf ich es jetzt nicht zweihändig nehmen? Was soll das? Er lässt mich das Schwert der Getreuen nicht zweihändig nehmen. Warum auch immer? Keine Ahnung. Jetzt darf ich. Ich finde es witzig, dass ich so einen Hammerkopf habe. Es ist ein bisschen schade, dass da so ein bisschen Spoiler im Chat passiert sind, was hier los ist und was hier passiert, weil jetzt weiß ich natürlich, wenn ich in den Wald gehe, habe ich die Möglichkeit, einen Gegner weniger. Wenn ich ihn besiege irgendwie im Wald, kann ich mir einen Gegner hier sparen. Wahrscheinlich den Kumpel mit seinen Frisbees. Aua. Die drei sind immer hier. Ach so, echt? Und ich habe gerade was gemerkt. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, spawnt der zweite bei der Hälfte des Lebens des ersten Typen. Und die Lady am Ende, die spawnt... Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane, and ist nur ein geiler Boss, was? Nee, okay. Die Lady spawnt nach einer gewissen Zeit. Also das heißt, eigentlich muss ich gucken, dass ich sie so schnell wie möglich besiege. Lord of the Earth Tree. Lord.
America. Oh, dass er mich da aus dem Angriff rausholt, ist ein bisschen ärgerlich. Komm jetzt her, du. Ach, Fluch! Den letzten Schlag nicht gekriegt und dann dauert es zu lang, bis ich ihn angreifen kann, weil dann habe ich kurz Zeit für ihn, dass ich 1 gegen 1 gegen ihn kämpfen kann, gegen den Frisbee-Werfer. Und wenn ich 1 gegen 1 gegen den Frisbee-Werfer kämpfen kann, dann schaffe ich es, glaube ich. Okay, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich am Anfang dachte. Ich dachte, die kommen da einfach zu dritt irgendwie nach und nach. Aber man kann es, glaube ich, timen, dass man weniger Stress hat mit dreien. Deswegen kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich krieg das hin. Mit euch im Rücken. Lord of the Earthtree. Lord of America. You two deserve to face the reckoning. Ach, nochmal. Ja, jetzt ist eh zu spät. Ich habe viel zu lange gebraucht. Komm, kill mich. Viel zu lange gebraucht. Er ist irgendwie seltsamerweise immer im richtigen Moment ausgewichen. Und hat zweimal seinen schwarzen Bobbelzeug gemacht. Das war nix. Das war nix. Das hätte nicht funktioniert. Aber dass sie mich jedes Mal am Anfang auch voll labert, ne? Das hätte sie doch gleich am Anfang sagen können. Und nicht erst, ja, komm her, ich lass dich durch. Dann geht man hin und dann muss man sie doch bekämpfen. Voll bescheuert. Lord of the Earthtree. Lord of America. You two deserve to face the reckoning. Alter! Pack auf, Mann! Oh. Weil mein kleiner Stummel ihn nicht am Bobbes ritzen darf, weil ich einen halben Meter zu weit weg stehe. Verdammt! Oh, das war schnell und gut! Ich muss ihn da gegen die Wand drücken. Dann kann er nicht weg. Dann steht er nah genug an mir dran. Komm schon. Ja. Weiß, dass du ein Problem damit hast. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ihr selber die Bosse werden wollt. Darf ich plötzlich doch nicht. Oh. Ärgerlich. Ja, jetzt ist er gut. Jetzt steckt er fest. Ah, gegen ihn. Also spätestens bei halbem Leben kommen die anderen dann dazu. Spätestens. Ach echt jetzt? Er säuft. Das war vorhin schon mal so. I'm sorry for speaking to you as a compatriot. Nee, nicht so dumm, nicht so dumm jetzt zwischen euch. Ärgerlich. Aber ich habe einen Plan.
Ich habe einen Plan. Also den ersten drücken wir gegen die Wand. Der dürfte dann relativ zügig erledigt sein. Der zweite kriegt durch mein Schwertchen nicht so viel Schaden. Durch die Keule auch nicht, aber die Blutung macht ihm gut Schaden. Die Blutung macht dem gut Schaden, dem zweiten. Den darf ich halt sich nicht heilen lassen. Wenn der sich heilt, ist blöd. Oh. Lord of America, you deserve to face the reckoning. Oh, er schafft's auszuweichen. Sehr ärgerlich. Nee, 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 nee. Dass ich der letzte Schlag bei dem ersten schon wieder so ewig gedauert hat, war nervig, war ärgerlich. Und dann war ich in Panik. Und dann war ich in Panik. Mist. Die wollen bestimmt selber irgendwie mit Mikela sprechen. Aber der Baum sagt, mein hammerköpfiger Freund, der ist der Richtige für den Baum, für den Mikela. Dryleaf Dane and our ally will never allow this. It is just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Alter! Oh. Jetzt habe ich doch schon einen Plan, der auch funktionieren kann. Aber verkack's einfach hart. Die letzte übrigens, die will ich mit einem Schildblock killen. Die gute Nadine. Ah ne, Leda. We'll never allow this. It is just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Mikela, please. So, jetzt. Nein! Keine Ausdauer gehabt. Nee, 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 nicht zwischen euch, ihr beiden. Ich will nicht zwischen euch, auch wenn ihr das von mir vielleicht wollt. Wir bleiben schön voreinander stehen. Hallo? Die Kameraführung ist einfach so stumm! Oh. Ich weiß, ich sollte vielleicht ab und zu die Kamera, den Kameralock rausnehmen, vor allem wenn ich gegen mehrere Gegner kämpfe, aber ich mag das nicht.
Ich mag das nicht. Ich hab das nur wegen großen Gegnern, nehme ich's raus. Bei großen Gegnern, ja. Aber bei kleinen Gegnern bin ich normalerweise gerne im... ist die Kamera gerne auf den Gegner gelockt. Mit Marlenes Waffe. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, die kann fliegen, die Waffe, oder? Da war irgendwas. Oder so, man kann sich irgendwie viel Schaden damit machen. Lass mal. Fuck off, Mann! Nee, das brauchen wir nicht. Egal. Wenn ich ihn nicht kriege am Anfang, wenn er einen scheiß Pattern hat am Anfang, dann brauche ich es gar nicht probieren. Wenn der erste einen scheiß Pattern hat, brauche ich nicht weitermachen. Dauert dann alles viel zu lang. Marlene, genau. Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our ally will never. Da ist ein geiler Boss. Ach so, jetzt weiß ich, worauf sich das bezieht. Im Wald ist ein geiler Boss. Ja, ja, wir gehen eh noch überall hin. Wir gehen eh noch überall hin, aber jetzt hat mich mein Weg erstmal hierher verschlagen. Deswegen sind wir gerade hier. Ach, come on. Es reicht. Nee, nee. Ich hämmer auf die Ausweichentaste und hab auch irgendwie Ausdauer, aber irgendwie dann auch nicht, weil ich vorher zu viel Blödsinn gemacht habe. Wir gehen überall hin, außer in den Wald, weil du uns das gesagt hast? Was? Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht in den Wald gehen? Hallo, du kannst gerne in den Wald gehen. Eine Runde spazieren gehen im Wald ist eine tolle Sache. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our ally will never. Mach erstmal da weiter. Okay. Wo ist er? Da ist er. Ich wusste gar nicht, dass ich das auch aufladen kann, übrigens. Na bitte, guck mal. Easy. Ich muss es ausweichen. Ich dachte, er hört irgendwann auf, weil er sich heilen will. Nicht in diesem Wald. Okay, das Horrorgebiet. Ich hasse Horror, Leute. Ich bin nicht so der Freund von sich erschrecken. Also Horror kann ganz cool sein, aber erschrecken mag ich gar nicht. Wenn man sich da oft erschreckt, dann gehen wir da am besten gar nicht hin. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Ich hasse es wirklich. Don't you dare approach Mikula the Kind. Ja, Lady. Dryleaf Dane and our ally will never allow this. Lord of the Earth Tree, Lord of Marika. Zack, zack, ey. Your Lord is slain. Really? Wirklich? Oh. Doch, du musst. Ja,
Ja, wir gehen schon überall hin. Ich guck mir alles an. Ich bin schon 1,5 Stunden dran, ne? Ich sollte eigentlich ein YouTube-Video-Outro sprechen, damit ich das dann als Video hochladen kann. Wobei, vielleicht sind die ganzen Leute, die sich die Videos angeguckt haben, ja jetzt alle im Chat unterwegs und live dabei. Nein, ich lade das trotzdem als Video hoch. Vor allem mache ich ja extra eine Aufnahme, damit ihr das als Video dann auch als gute Qualität habt. An all die, die sich das VOD dann anschauen. Wobei, es ist kein VOD, sondern es ist ein extra YouTube-Upload. VOD sagt man ja nur, wenn es der Stream ist, der dann im Nachhinein angeguckt wird. Und das ist es ja in diesem Fall nicht. Lord of America, you too deserve to face the reckoning. Hallo? Hallo? Nein, keine Ausdauer, deswegen darf ich nicht. Oh nein! Er ist aber auch ein Saftsack, ne? Er kommt immer so leicht von links angerannt. Oh, das wollte ich gar nicht. Ups. Nein, oh, er schafft es wieder genau in so einem Winkel sich hinzustellen, dass er saufen kann, so einen halben Meter von mir weg. Die drei sind nervig. Sind super nervig. In dieser Folge werden wir sie nicht mehr killen. Aber in der nächsten vielleicht. Mal gucken. Vielleicht schaue ich mir auch erstmal noch was anderes an. Aber eigentlich habe ich jetzt... Mich packt dann bei sowas immer der Ehrgeiz. Und jetzt will ich die drei platt machen. Ich habe einen Plan. Ich weiß, was ich tun will. Das Einzige, was bisher noch nicht wirklich geklappt hat, ist, den zweiten zu killen. Auch wenn es mal kurz davor war. Und ich glaube, die dritte ist easy. Wir werden es rausfinden. An alle, die auf YouTube jetzt eingeschaltet haben und nicht live dabei sind. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.